das wirklich solide. Also ich bin auch ehrlich ein bisschen erstaunt und überrascht. Raketenwissenschaften in visueller Form. Illegal hier importiert. Noch eine Sache. So, Freunde der Sonne. Nachdem der Ford Mustang nach anderthalb Tagen weg war, nachdem wir ihn inseriert hatten, haben wir hier das nächste Schmuckstück für euch. Es ist ein 59er Plymouth Fury und das ist sehr, sehr selten. Wir haben 3/18er Motor, das heißt 5,2 Liter Hubraum, ungefähr 220, 240 PS. Erstaunlicherweise läuft der Motor, das heißt, als wir den gestartet haben, haben wir erstmal die Öle gecheckt, Öldruck ist da. Was er aber hat, ist, am ersten Zylinder sind wahrscheinlich die Kolbenringe fest und dadurch drückt es oben raus. Also er läuft, er ist nicht fest, damit kann man bestimmt was anfangen. Vielleicht haben ja einige von euch das Video gesehen, wo ich diese 70 Autos auf so einem, circa 70 Autos auf so einem Feld von einem alten Herrn gefunden habe. Das so gut wie möglich darstellen. Deswegen sagen wir hier ganz klar, Zustandsnote 5. Schlechter geht immer, aber besser auch. Da ist einiges zu schweißen. Wenn wir uns mal eine Stelle anschauen, die sofort ins Auge fällt, das ist die Stoßstange vorne. Da wird der alte Mann wahrscheinlich irgendwann mal den Poller berührt haben oder irgendjemand hat beim Zurücksetzen mit seinem Pickup oder sowas mal ein bisschen Dollar zurückgesetzt, also die ist natürlich ein bisschen schief. Das wäre auch zu retten, aber man kann auch in den USA schauen, dass man da irgendwie was Ordentliches findet. Da kommen immer wieder Teile auf den Markt, so ist es nicht. Wenn wir uns jetzt mal hier die Seite so ein bisschen anschauen, dann sieht man gerade diese Trims, die ja schwer zu bekommen sind, davon ist vieles da. Wir haben hier zum Beispiel die gesamte Seite, die ist komplett vorhanden, das ist sehr schön. Wenn wir hier aber auch lang gehen, sehen wir, der Spiegel fehlt. Den zeige ich euch später nochmal, weil da gibt es eine Box mit extra Teilen. Also den Spiegel, den haben wir da. Und was wir auch hier sehen ist, der hat hier schon, also ich weiß nicht wie dick, aber es sind wahrscheinlich 1,5 bis 2 cm. Da ist halt ein bisschen Spachtel. Was da drunter ist, ist eine kleine Überraschung und darf der neue Erwerber dann auch gerne behalten. Übrigens die Reifen, die halten ungefähr so lange wie das Video ist. Danach müssen wir da wieder Luft drauf bringen. Hier haben wir noch ein paar Überreste von den Sträuchern und Bäumchen. Wie gesagt, 15 Jahre in so einem Busch ist natürlich eine lange Zeit. Was wir hier haben, sind auch die originalen Black Plates. Und was ganz interessant ist, und das muss nicht stimmen, das kann aber stimmen. Was ich sehe, ist CA94. Wenn das stimmt, steht das Auto hier seit 25 Jahren rum. Oder hatte die letzte Registrierung vor 25 Jahren. Wie gesagt, ich vermute, auch hier wird es das Original Blackplate sein. Wir haben noch ein Set Rückleuchten dabei. Das sind jetzt keine Neuteile, das sind gebrauchte Teile, die definitiv besser aussehen als die hier, aber auch die müssen überarbeitet werden. So, und jetzt kommen wir zu der Schandstelle von diesem Auto oder die Sachen, die jetzt leider nicht mehr so schön sind. Auch hier haben wir noch die Embleme dran. Auch hier ist ein Teil der Zierleisten dabei. Hier haben wir den Notausstieg für die Mäuse. Die haben hier auch volle Arbeit geleistet. Ich vermute, mit dem TÜV wird es erstmal schwierig. Hier fehlt das Inlay, das ist nicht mit dabei. Das haben wir nicht mitbekommen, beziehungsweise das war einfach auch schon nicht mehr da. So, jetzt kommen wir zu der unschönsten Stelle an diesem Auto. Das ist leider so. Das ist die Tür. Vermutung ist, dass er wahrscheinlich hier einen Treffer bekommen hat oder dass hier sich aufgewölbt hat. Leider hat auch der Kotflügel hier oder das ganze Seitenteil hat hier auch eine Stauchung drin. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen Rost. Das bleibt halt bei 60 Jahren nicht aus. Aber ich möchte auch niemanden die Illusion vormachen, dass es hier so ein ganz einfaches Wochenendprojekt wird. Das ist es nicht. Es ist wirklich umfangreich. Aber ich freue mich einfach, wenn solche Autos wieder auf den Straßen zu sehen sind. Wir gucken uns mal den Innenraum an.
der Mopar-Konzern hatte sich damals die Idee mit den Push-Buttons einfallen lassen. Das bedeutet, während andere Hersteller den Wahlganghebel hatten, hatten die Jungs sich einfach Push-Buttons überlegt. Das heißt also, wenn ich einen Gang einlegen will, dann habe ich einfach raufgedrückt und dann hat das Getriebe den Gang eingesetzt, sei es rückwärts oder Drive oder wenn ich auch in den ersten wollte. Vom Cockpit-Design muss ich nichts zu sagen. Ich finde, das ist einfach Raketenwissenschaften in visueller Form. Sehr cool auch der Spiegel, der dann am Armaturenbrett dargestellt oder aufgesetzt ist. Ich finde, das ist wirklich ein cooles Auto. Rücksitzbank ist größer als die Couch bei mir zu Hause. Wie viele Babys da gemacht worden sind, wollen wir gar nicht drüber reden. Wir brauchen auf jeden Fall einen guten Sattler und wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der dafür viel Liebe aufbringen kann. Was cool ist und was ich jetzt auch nochmal betonen möchte, die Zierleisten, die wir haben, die sehen echt gut aus. Ne? Also das ist mega. Also damit kann man wirklich gut arbeiten. So, nochmal kurz zum Motor. Wie gesagt, der läuft. Das ist soweit in Ordnung mit den Kolbenringen. Das ist nun mal so, das können wir leider nicht ändern. Was er hat, ist eine Servolenkung. Das ist schon ganz gut. Die Bremse wurde irgendwann mal umgebaut. Da ist zwar noch der Unterdruckkasten dabei, aber der Rest ist bereits schon abmontiert worden, wie man hier schön sehen kann. Und ansonsten, er sieht weitestgehend komplett aus. Aber natürlich steckt auch hier einiges an Arbeit. Ne? Noch eine Sache. Noch eine Sache zum Vergaser. Das wird nicht der Vergaser mitgeliefert, da kommt wahrscheinlich eine Holley rauf. Das war jetzt nur eine Leihgabe, um den mal laufen zu lassen. Das Video, wo er läuft, könnt ihr euch jetzt anschauen. Ach, seht ihr noch eine Sache? Ich sollte recht behalten haben. Die sind auch nicht mehr die neuesten. DOT wahrscheinlich 1959 oder so. Also ein paar neue Schlappen könnte der auch für einen neuen TÜV gebrauchen, ne? Rein geht's. Wir schauen uns jetzt gemeinsam den Unterboden mal an. Den habe ich mir nämlich auch noch nie anschauen können. Was ich sehr interessant finde, ist, dass hier überall Unterbodenschutz drauf ist, was vielleicht auch dem Auto gut getan hat, während in der Zeit, wo er da auf dem Boden saß. Das sieht gut aus, die Bleche sehen gut aus. Wenn wir uns mal, den Rahmen anschauen, dann muss ich erstaunlicherweise sagen, dass der für die Zeit, die er da auf dem Gras gesessen hat, noch soweit ganz gut aussieht. Also hier ist soweit alles schön, das passt. Wie gesagt, wir haben überall jede Menge Unterbodenschutz. Warum das so ist, keine Ahnung. Also normalerweise kenne ich die Fahrzeuge aus Kalifornien so, dass sie keinen haben. So, hier auch. Hier haben wir natürlich so ein paar Schwachstellen, aber das ist natürlich klar. Irgendwoher muss der Rost ja kommen. Was ich hier gesehen habe, ist, hier hat mir irgendwas zusammengebrutzelt für die Halterung vom Getriebe, womit das zu tun hat. Kann ich so aus dem Stegreif jetzt nicht sagen, müsste ich die Wanne checken, um zu gucken, was für ein Getriebe hier drin ist. Aber hier müsste eigentlich ursprünglich das Dreigang-Getriebe drin sein. Getriebe ölt ganz schön doll. Das könnte auch der Simmelring am Motor sein. Der ist auf jeden Fall sehr feucht, wie man hier so schön sieht. So, schauen wir uns das hier vorne mal alles an. Können wir sehen, dass hier alles zwar weiterhin Flugrost hat, also das ist so wie auch an den anderen Stellen. Aber es ist wirklich solide. Also ich bin auch ehrlich ein bisschen erstaunt und überrascht, dass das hier alles so solide ist, weil das hätte ich jetzt nicht unbedingt so angenommen. Fahrwerk, klar, das muss überholt werden, da brauchen wir jetzt auch gar nicht so viel uns das anschauen. Trommelbremsen vorne und hinten, das war damals so. Aber ansonsten, wenn ich mir das hier so anschaue, sieht völlig in Ordnung aus, also besser wie gedacht. Wir gucken uns mal den hinteren Teil noch ein bisschen an. Hier sehen wir, dass der Schweller 1, 2, ja, also mindestens zweimal schon geflickt worden ist. Das sieht man hier sehr schön. Achso, noch eine Sache zu der Bremse. Und zwar, der baut Bremsdruck auf, wenn man ein paar Mal pumpt. Aber die Bremse ist nicht richtig gangfähig. Also ich würde empfehlen, das Ding muss auch überholt werden. Also selbst aufladen auf dem Anhänger ist schon relativ schwierig, weil er dann die Bremskraft verliert. So, wenn wir uns das jetzt mal hier alles von unten so genau anschauen, dann sehen wir, dass hier schon der Rost durchkommt. Das heißt also, Bodenblech, rechte Seite ist auf jeden Fall durch. Was man sieht ist,
ist kurioserweise hier der Unterbodenschutz dunkler ist als hier. Vielleicht wurde der einfach schon mal nachträglich untergesetzt. Ansonsten auch hier vom Rahmen her ist das gut. Die Endtöpfe, die sind auch super. Also die wurden bestimmt nachträglich irgendwann mal eingebaut, aber erfüllen ihren Zweck. Rahmen auch hier, wie man sieht, Flugrost und sowas, das ist alles ein bisschen vorhanden, aber das ist bei dem Alter und dem Zustand, wie es dem ausgesetzt war, überhaupt gar nicht der Rede wert. Differential feucht, aber das ist auch nicht schlecht, weil dann wissen wir, da ist Öl drin. Hinten angekommen, schauen wir uns mal hier das sportliche Inferno an, mit Federn sogar. Also ich muss ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob das Original war, ich vermute aber ganz stark, dass es das nicht war. Ansonsten schauen wir uns hier den Unterboden an und müssen sagen, das sieht echt geil aus, ne? Radläufe sind auch, soweit man das halt mit dem U-Schutz sehen kann, sind die soweit in Ordnung, aber nichts weggegammelt, nichts weggefault. Auch hier haben wir jetzt wieder so eine Stelle, da, das ist schon sehr weich, da könnte ich jetzt schon den Finger hier durchstecken. So, hier die Seite sieht es genauso aus. Der Tank könnte undicht sein. Also entweder ist der Tank undicht, weil hier der Einfüllstutz ist, aber es könnte auch... Nee, es ist nur Wasser. Also hier läuft das Wasser runter. Hier haben wir natürlich auch so ein bisschen Crisp. Hier unten ist es durch. Hier, falls noch jemand seine Socke sucht, die ist im Preis inkludiert. Man mag es nicht glauben. Aber auch hier wieder der Rahmen. Das ist alles so Flugrost und das ist wirklich gar nicht so schlecht. Ach, übrigens sieht man hier noch wunderbar die ganzen Sträucher, die wir jetzt illegal hier importiert haben. Wollen wir hoffen, dass wir hier nicht mit der Artenschutzbehörde oder so Ärger kriegen. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht und auch das im positiven Sinne, ne? Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass der Unterboden so gut aussieht. Abschließend kann ich sagen, es ist eine Vollrestauration. Das ist so, das ist auch wirklich sehr umfangreich. Es ist ein 59er Fury, das ist ein sehr schönes Auto, ein sehr seltenes Auto. Den stellen wir jetzt weg, bald kommen wieder ein paar neue Autos. In den nächsten Tagen kommt dann schon das Auto von Bill Gates. Da machen wir eine kurze Story dazu, stellen euch das Auto vor, wie er sich damals das Auto konfiguriert hat. Dann kommt ein richtig cooles Auto aus den 30ern, worauf ich mich schon sehr freue. Das konnten wir euch beim letzten USA-Trip nicht zeigen. Ja, und ansonsten sind auch weitere Autos geplant. Jetzt geht's auch schon bald wieder in die USA. Das heißt, wir sind schon wieder in Vorbereitung und kaufen auch schon wieder wie die verrückten Autos. Wir versuchen euch permanent und regelmäßig neue Videos zu bringen. Jedes Mal, wenn ein Auto reinkommt, wird das von uns dargestellt, damit einfach jeder, der vielleicht Kaufinteresse hat, aber sagt, oh, das ist so weit weg, dass auch diese Personen angesprochen sind, die sich dann mit diesem Video schon mal wirklich einen guten Eindruck vom Auto machen können. Wir selber erleben das, dass wahrscheinlich mittlerweile 40% alle Fahrzeuge, die wir verkaufen, da kommt der Kunde gar nicht mehr zu uns, sondern der schaut sich die Videos an und sagt ja oder nein. Der Transport deutschlandweit oder auch europaweit ist gar kein Problem. Da haben wir sehr zuverlässige Spediteure. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.